Herzlich willkommen und zurück zu Let's Play WoW mit unseren Hordejäger. Ja, das Abenteuer geht weiter in den neuen Addon BFA. Wir sollen zu Pestrufer, um die Kriegskampagne voranzutreiben. Dann wollen wir ihn mal ansprechen. Guten Tag. Was wollt ihr? Da seid ihr ja. Sammelt 100 Kriegsressourcen. Sammelt Kriegsressourcen und könnt zu vielen unterschiedlichen Quellen beschafft werden. Okay. Macht euch nützlich. Okay, das war das Einzige von uns, was du von uns willst. Oh. Mokra. Oberster Kriegsfürst, Grumsch. Okay, guten Tag. So, dann werden wir mal auf unseren Raptor steigen. Ich habe gerade auf den Weg hierher gesehen, noch ein paar Aufgaben. Ah, das ist schon geil hier, der Hafen von Zander. Hier ist das Ding hier. Der Hafen von Zandala, sag ich doch, Zandala. Also Zandala sieht echt gut aus. Bisschen kompliziert mit hoch und runter, links und rechts. Oh, ein neues Volk. Schildkröten. Guten Tag. Früher war ich auch ein Abenteurer. Lernt, wie man führt, okay. Und dann wir Tortolaner aus mir gemacht. Die Geschichte von Nalogo, einem jungen Tortolaner, der die ganze Welt bereist hat. Während wir ihnen diese schon mehr Völker in den Rücken gefallen, als ihr überhaupt kennt. Durch ein kleines Labyrinth also, führen und dabei verschiedene Herausforderungen meistern. Zunächst ich eine einfache Narben, Aufgabe. Die älter Gleitet sind als eure Sprache. Ziel. Okay. Ihr seht aus, als hättet ihr einige machen Schlachten wir mal gucken, mitgemacht. Was wir hier machen müssen. Kriegsgeschichten austauschen. Zwei. Ach so. Vor. Vor. Rum. Nochmal. Und geschafft. Sehr schön. Nochmal? Das war nicht so schwer, nee. Oder? Nun, könnt ihr Nalogo zum Schatz führen und dann zum Ziel, ohne dass er seinen zurückgelegten Pfad kreuzt? Klar kriegen wir das hin. Ach, zum Ziel! Mist, da oben ist das Ziel. Ja, okay. Ja, ich... So sollte das eigentlich nicht laufen. Ja, ich hab's gesehen. Ich dachte, wir müssen wieder versuchen? Da vorne zurück. Entschuldigung. Okay, kein Problem. Jetzt kriegen wir's hin. So. So, das machen wir. Sehr schön. Und jetzt werden wir da oben zum Ziel laufen. Zack. Einmal rum. Und ich muss sagen, meine Tochter will auch eine Schildkröte haben. Das wäre das perfekte, die perfekte Quest für sie. Ha. Wow, mit Feuerwerk. Abgeschlossen, okay. Gut gemacht. Das war's? Okay, danke dir. So. Warum meinst du? Ein Foto mit dir machen, Kollege Zweistein. Ihr seht hier so genial aus, ihr beiden. Komm, machen wir mal so. So. Ihr seht so genial aus, ihr beiden. Ja, yeah, danke euch. So, ich werde euch beide auf jeden Fall bei YouTube verlinken, ne? Ihr wisst Bescheid. So, was möchte der gute Kollege denn von uns noch? Wissen ist die beste Haltet fünf Währung. Straßensträuche von Stelen ab, okay. Kuriose Tauschwaren. Wie halte ich die ab? Da. Okay, den ersten haben wir schon. Können wir das auch aufgemountet machen? Tas Dingo. Tas Okun. Da ist schon wieder einer. Können wir das mit dem Mount machen? Ja, können wir. Sehr schön. So. Oh, hier können wir uns hier moggen? Ne.
So, hier, das kommt noch ein Dieb. Immer diese Straßendiebe. Aufgehalten. Wo ist denn der nächste? Ich muss schon sagen, diebisches Volk hier. Oh, komm, komm her. Ich habe mal auch. Strafe. Gibt es da einen Peitschenschlag? Und noch einen. Sehr schön. Dann können wir die Aufgabe auch gleich abgeben. Bei unseren guten Schildkrötenfreunden. Aber ich muss sagen, mir macht das Add-on echt Spaß. Ich zock zwar jetzt nicht durchgehend, so wie meine anderen bekannten Freunde, dass die schnell hochleveln und sich equippen. Ich nehme ja auch nebenher meine anderen Let's Plays dabei auf. Findet den Toten. Aber ich nehme auch Gold und kuriose Tauschwaren. Was müssen wir denn jetzt machen? Findet den Unterschlupf der Sträuche. Unter der Treppe hier oder wo? Das war irgendwie nicht okay. Den Unterschlupf der Sträuche finden. Muss die mich dazu verwandeln? Wissen ist die beste Währung. Aber ich nehme auch Gold und kuriose Tauschwaren. Ah, hier, mit dem müssen wir sprechen. Okay. Muss bald heim, sonst wird Mutter böse. Okay. Können wir hier mit den Nächsten sprechen? Nee. Der läuft nach Hause? Oder was ist los? Hat er ja auch gesagt. So, können wir schnell laufen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir auf Mountain. Ich wusste es. Dann gehen wir mal kurz wieder runter. Fragen wir den jetzt nicht nochmal, oder wir können ihn ja nochmal kurz fragen. Wissen ist die beste Währung. So, komm. So, dann werden wir den da oben den Sträuch mal fragen. Dann werden wir mal woanders rund hinlaufen. Weil ich glaube nicht, dass der das uns jetzt doch verhält. Aber hier ist ein Schatz, ne? Wohin geht's? Er hätte jetzt nichts gesagt, ne? Ja gut, er läuft nach Hause. Dann laufen wir jetzt mal zu wem anders. Gibt's hier einen Schatz? Der ist bestimmt oben, ne? So, dann laufen wir mal nach unten. Da waren auch noch zwei Punkte. Ah, der läuft nach Hause, okay. Dann laufen wir nach da hinten mal. Was sind wir denn? Ein kleiner Mini-Troll, ne? Das ist natürlich auch genial. Zack. Oh, ein Schurke auch schon. 120. Naja. Was soll man machen? Kochkunstlehrer. Fleischverkäuferin. Fleckmäherin, okay. Hier ist der nächste. Hey, guten Tag, mein Freund. Tastingo! Winke, winke! Zeigt der uns, wohin wir müssen? Oh. Der Himmelskönig. Königin, Entschuldigung. Na, wo läufst du hin? Wo läuft er hin? War man nicht hier gerade eben schon? Der läuft bestimmt da rein, oder? Okay. Ich gehe davon aus, das ist bestimmt das Waisenhaus, was da ist. Dann den Punkt waren wir hier vorne. Dann gehen wir jetzt mal zu den oberen.
Gehen wir mal zu den Oberen und gucken mal, was da so passiert. Guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ich bin nur ein Waisenjunge, kein Problem. So, jetzt wollen wir mal zu dir. Tasokun! Machen wir irgendwas falsch? Oh, der läuft. Läuft der jetzt diesmal wieder? Ich weiß es gar nicht, was. Lesen wir nochmal mit den Schriftrollen hier. Können wir euch bewegen. Okay, vielleicht hätten wir den auch einfach nur folgen müssen schon. Wir folgen den jetzt mal hier rein. Vielleicht ist das auch schon richtig, vielleicht laufen wir auch die ganze Zeit nur falsch. Ach, da ist er ja auch. Ach, Mist. Oh, der ist aber auch kräftig, der Herr, gute Herr, ne? Aber nicht kräftig genug für uns. Ich habe kein Ziel. Ach Mist, wir hätten die Aufgabe schon vor 5 Minuten abschießen können, ne? Egal. So, auf unseren Raptor. Eigentlich können wir... Ach nee, das lassen wir mal drin. Aber hier ist aber auch nichts, ne? Nicht so schüchtern. Kommt und holt den Voodoo. Helft mir. Okay. Wie geht's denn so, Mann? Redet mit mir. Komm, lasst uns doch in Ruhe. Was wollt ihr denn? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Oh, das ging. Und ein Schatz. Was ist denn in dem schönen Schatz? Ja, 18.000 Erfahrungspunkte ist auch okay. So, schnell auf. Dann gehen wir die Aufgabe auch ab. So, guten Tag. Wissen ist die beste Währung. Aber ich nehme auch Gold und kuriose Tauschwaren. Kommt bald wieder und lasst uns feilschen. So. Aber die Aufgabe, wo geht's denn hier weiter? Ich würde sagen, wir machen erstmal den Teil hier fertig. Also müssten wir irgendwie nach da weg. Oder ich weiß auch nicht. Doch. Hier lang. Die Treppe hoch. Okay. Die Treppe können wir auch da hinten hoch. Auf der Karte sieht man das auch so richtig schlecht, ne? Hier können wir jetzt hoch. Das ist eine Instanz hier oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. So, und da hinten ist die Brücke. Genau, da müssen wir lang. Welche Aufgabe ist denn das? Das ist hier. Ein Hafen in Not. Okay, dann begeben wir uns mal zu euch. Wo ist denn jetzt die Brücke hin? Das müsste die hier sein. Genau. So, aber ich sag euch mal auf Wiedersehen. Die Folge ist vorbei. Wir sehen uns morgen früh wieder um 10. Schaltet ein, lasst mir Feedback da, ihr wisst es alles. Bis morgen bei Burgram LP und tschüss.